noch einmal tief durchatmen. Das ist quasi die erste deutsche Meisterschaft, weil da auch die anderen deutschen Paare teilnehmen werden. Wir laufen ja nach unserem Gefühl. Das ist nur eine Kopfsache. Freitag 10 Uhr im Landesleistungszentrum für Eiskunstlauf in Dortmund. Hier trainieren Katharina und Tim. So ein normaler Trainingstag geht schon so um die 6-8 Stunden, die wir mit dem Sport verbringen, mit dem Aufwärmen und alles. Also für uns ist es halt unser Job. Wir verdienen auch gerade mit unser Geld. Bevor es aufs Eis geht, muss die Kür erstmal im Trockenen klappen. Diesen Teil, den wir jetzt machen, da haben wir jetzt mehr auf die Technik die letzte Zeit geachtet. Und jetzt passt das. Und jetzt müssen wir das halt sozusagen wieder aufbauen und es noch besser machen. Entscheidend für den Erfolg in diesem Sport ist das passende Schuhwerk. Alles ist abgestimmt, jedes kleinste Detail durchgeplant. Beim Eistanz kommt es vor allem auf die Feinheiten an. Deswegen trägt Tim auch keine normalen Schlittschuhe. Ja, bei mir ist so eine kleine Besonderheit. Ich habe hinten und vorne so eine kleine Absatzerhöhung um 1 cm. Einfach nur, dass ich ein bisschen größer bin auf dem Eis. Also, weil Katharina ist jetzt nicht fast gleich groß wie ich, aber einfach der Unterschied sollte ein bisschen mehr sein bei uns. Und deswegen haben wir diese Besonderheit beim Schuh. Alles muss sitzen. Bei Tim liegt das im Blut. Er kommt aus einer Eislauffamilie. Seine Eltern und sein Großvater waren bereits erfolgreiche Eiskunstläufer. Tim stand das erste Mal mit 4 Jahren auf Schlittschuhen. Bei seiner Partnerin Katharina war das nicht anders. Nur durch jahrelanges Training sind die beiden auf das Niveau gekommen, auf dem sie jetzt sind. Seit 2014 sind die beiden Sportsoldaten ein Tanzpaar. Mittlerweile sind sie ein eingespieltes Team. Katharina und Tim sind schon 4-mal deutsche Vizemeister geworden. Diese Saison wollen sie die Meisterschaft endlich gewinnen. Für ihre Kür haben sie sich dieses Jahr deshalb etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie spielt Coco Chanel und ich Karl Lagerfeld und wir begeben uns quasi in so eine Art Zeitreise. Also das fängt schon früher an mit ihr, mit Coco Chanel und dann bis ins Spätere, dann wird die Musik auch moderner bis hin zu Karl Lagerfeld. Die Idee kam ihnen in der Vorsaison. Karl Lagerfeld war gerade gestorben. Seine bewegte Lebensgeschichte wollen die beiden aufs Eis bringen. Damit das klappt, muss die Kür komplett durchgeplant sein. Das machen Tim und Katharina aber nicht alleine. Wir haben jetzt, arbeiten seit 2 Jahren mit einem speziellen Mann zusammen, der für so Konzepte da ist und der entwirft uns das Konzept, ne? Ja. Und macht dann auch die Musik für uns. Es hilft ihnen aber nicht einfach irgendwer. Mittlerweile wissen wir, wer zu uns passt oder mit wem wir das gerne machen wollen. Oder wir müssen auch vom Stil manchmal gucken. Ja, da suchen wir uns dann eine Person aus und besprechen einen Zeitraum. Und danach guckt der Trainer nochmal drüber und sagt, was ihm passt, was ihm nicht gefällt. Besser! Insgesamt betreuen 4 Trainer das Duo. In Deutschland unterstützt sie Vitali Schulz, der dabei genau auf die Ausführung der Figuren achtet. Thank you.
Heute schaut er Katharina und Tim beim Tanzen zu. Ganz zufrieden ist er noch nicht. In der Erhebung, Tim, aufpassen, ich sehe das schon. Ja, der federt so. Wenn man ein bisschen richtig genau guckt, hat immer ein bisschen Schwankungen. Ist nicht stabil, die Position. Vitali ist auch derjenige, der die beiden zusammengebracht hat. Ist so eine Art Probetraining, wie das dann abläuft. Und das waren unsere Trainer, also unser Heimtrainer hier in Dortmund, war dafür zuständig. Wir haben beide Geschwister. Und wir sehen unsere Geschwister weniger als wir uns beide selber auf jeden Fall. Also es ist quasi wie so eine Geschwisterbeziehung. This is a man. I love Coco. Chanel. Hier sieht es noch einfach aus, doch in Andorra herrschen erschwerte Bedingungen. Andorra liegt halt auf der Höhe, da ist es mit der Luft dann ein bisschen dünner. Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen intensiver unsere Programme laufen, um unsere Kondition und Lunge darauf vorzubereiten. Ein bisschen durchzupusten, ja. Also je länger man dann läuft, desto schwieriger wird es dann auch dort. Aber ja, wir sind da zuversichtlich, dass das ganz gut klappt. Direkt nach dem Training heißt es, Koffer packen und ab zum Flieger. Reiseziel, der Wettkampf in Andorra. Guten Morgen. Einen sehr frühen Morgen, würde ich mal sagen. Gestern Abend angekommen und etwas spät, deswegen wollten wir die Kamera nicht mehr rausholen. Aber jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Training. Es ist schon mega früh. Und heute ist der erste Wettkampftag. Das ist unser Aufwärmbereich. Und das Coolste an dieser Eishalle muss ich euch mal zeigen. Schaut. Zum ersten Mal, dass ich einen Fahrstuhl in der Eishalle sehe. Okay, ich zeige euch kurz noch die Eishalle. Das ist die Eishalle. So sieht sie aus. Ist natürlich jetzt ein bisschen laut. Erstes Training vorbei. Katharina Müller, kleines Fazit. War ganz gut. War ganz gut. Habt ihr sie gehört? So lassen wir es stehen. Der Wettkampf steht an. Zahlen sich die Anstrengungen der letzten Wochen aus? Coco. Chanel. Hat es fürs Podium gereicht? Wir haben, was für einen Platz gemacht? Ratet. Numero. Number one! Genau, wir konnten den Wettkampf gewinnen und sind deswegen auch umso glücklicher. Und das soll es auch gewesen sein von unserer Seite. Wie gesagt, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Ausblick und dann geht es für uns auch direkt zur Siegerehrung, unsere Medaille abholen. Ein wichtiger Sieg für das Duo, aber es ist noch ein weiter Weg zu ihrem großen gemeinsamen Ziel. Die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. This is a